Roman. Was denn? What the fish? Flo? Was ist das? Er hat einen das? Bunker. Was hat er geschrieben? 8 Zeitgenossen verstarben. Es fehlen 2. Flo, was ist das für ein Ding? What the actual fish, Flo? Ruhig, wir sind gar nicht da, wir sind gar nicht da. Flo. Flo, ich hab einen Knopf. Was macht der? Weg. Hä? What? Hallo, was meinst du, du hast den Knopf gedrückt? Ich hab mich umgesehen und dann hab ich den Knopf gedrückt. Voll, wo sind wir hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Was ist das? Roman, Achtung, das ist eine Hand, die will ich begrapschen. Alter Vater. Fist auf Shaggarot. Alter Vater. Töten. Alter. Wo sind wir hier? Wir sind hier in einem Blutteich. Flo, hier sind Köpfe. Was sind das für Köpfe? Warte mal. Köpfe. Kann ich die abbauen? Ordentlicher Zombie. Roman, das ist Peters Kopf. Peters Head. Bro, wieso musst du immer Leichenschändung betreiben? Das ist ich will mitnehmen. Okay, ich kann den nicht aufsetzen. Wer die anderen Leute sind. Keine Ahnung, Joe hat uns hier runtergeworfen. Anscheinend ist das irgendeine Art, keine Ahnung, da wirfen wir die Körper nicht, runter. Ich glaube nicht, dass uns Joe runtergeworfen hat. Ich glaube, das war ich, geht's hier dem drunter? Den Knopf gedrückt hat. Lol, hier ist Dreadling. Alter, Roman, das ist gruselig. Das ist mega gruselig. Hier sind komische Missgestalten. Ach du Scheiße, was ist das? Töte das. Alter, ich hab irgendeinen komischen Effekt. Alter, was sind das für. What the fish? Da ist noch einer. Oh Mann. Was droppen die hier? Dread Fragment. Ich hab mein Schwert fallen gelassen. Aber ach, du hast ein Bitchschwert. Alter, was ist hier überhaupt passiert? Flo, hier sind rote Teile an den Wänden. Ich hab Angst. Nee, ich gehe nicht weiter. Nee, nicht mit mir. Alter, das sieht aus wie so eine Kanalisation für brutale Killer. Alter. Okay, Roman. Warte, Flo, ich mach das. Hier ist noch eine Krabbe hinten. Ich mach das. Hier ist noch eine Forst. Okay, easy. Alter, die kriegen fast kein Damage, ne? Alter, Vater, die sind saus. Oh, warte, ich hab den Bumerang. Ja, du darfst nicht. Dreaded Abyss. Alter, da hinten sind. Alter, was sind das für Viecher? Guck dir, das sind so kleine. Wirklich Missgestalten. Ja. Alter, hier ist ein Boss. Lauf weg. Alter, ein Dread Guardian. Warte, guck, hinten war noch eine Krabbe. Lass mich den Dings werfen. Guck, Leute, was ist das bitte? Spawn of Shaggarot. Ist Shaggarot irgendwie irgend so ein Schattenmonster, das Joe beschwören will? Flo, willst du mir helfen? Ich verstehe gar nichts mehr. Was Joe hier gemacht hat. Flo, du hast wieder meinen Bummer. Ja, du musst aufpassen. Ich hab absolut keine Ahnung. Leute, der stirbt. Auf geht's, drauf. Gemacht. Er ist tot. Nice, Flo. Nice. Er hat nichts gedroppt, da oben sind noch mehr. Alter, was ist das hier? Alter, Flo. Ist das. Lol, hier ist ein Erz in diesem roten Teil drin. Giant Zombie. Ein rotes Erz? Lol. Was ist das? Warte, ein Baby Creeper. Ein Dreadling kommt wieder von hinten, ne? Oh, gib dem Baby Creeper. Alter. Was ist das? Was sind das für komische Teile? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich glaube, das ist so eine. Gruselig. Oh, hier ist noch eine Krabbe. Ich meine, lass mal, guck dir das an. Das ist so ein infiziertes Versuchsexperiment. So sieht das aus. Wirklich, weißt du, das sieht aus wie so. Loch, was droppen sie überhaupt? Als ob das. Dreaded Chunk of Abyss, Leute. Oh, das können wir schmelzen. Das sind Dingens. Warte mal. Vor allem, guck mal hier. Hast du das gesehen? Warte mal, ich möchte mal das Erz abbauen. Ach, hier ist auch noch eins. Gut. Lol, Flo, nicht mit einer Eisenspitzhacke. Ich hab Mithril. Ja, bau mal mit. Nein, tu's nicht! Nein! Shit! Ich hab's dir gesagt. Nein, weil wir brauchen dafür was Härteres. Oh Mann, jetzt. Frage ist, breitet sich das aus? Ich weiß nicht. Glaubst du, dass ich glaube, das sind die irgendwie. Weißt du, Dings, ich glaube, Joe wirft so die ganzen Körper darunter von seinen misslagenen Experimenten oder ich weiß nicht, was der überhaupt macht. Von seinen Opfern die Körper runter. Die mutieren dann irgendwie. Was, Flo? Wir wissen jetzt auf jeden Fall viel mehr über Joe als wir. Oh ja. Hier ist eine hungrige Spinne. Alter Vater, ja, guck, ja, okay, Spinnen sind. Leute, einen Apfel gedroppt. Ein Apfel? Einen grünen? Nee, einen normalen, roten. Einen normalen, blauen, roman. Hätte es noch einen Creeper. Hier ist noch mehr Erz. Oh, guck mal, grüne Pilze. Ja, gib mal dem Creeper. Hier ist noch mehr Erze. Ich weiß nicht, wie wir die abbauen können. Ich muss hier mal ein bisschen. Ich hab Dread Licht Fragment. Machen. Dread Clove kann ich mir machen. Ein komisches Buch. Roman, mit diesen roten Teilen kann man sich die Altare craften von Joe. Echt? Das ist ein Altar von Shaggarot. Altar auf Shaggarot Top. Weißt du, über was ich glaube, Joe will irgendwas beschwören.
Oder irgendwem. Oh, ich glaube auch, weil es sah wirklich nach einem Beschwörungsritual aus. Weil ich muss sagen, es das ist war übelst komisch. Hat Joe nicht irgendwie noch zwei Leute gebraucht oder so? Leute, das geh ich ja hoch. Ja, weißt du, wer die zwei Leute sind? Rate mal, wer zwei Leute gerade in seiner Nähe denn sind. Weißt du, das Problem ist, wir haben auch Peters stimmt, Kopf gefunden. Peter. Peter war ja einer davon. Genau. Alter, was geht hier? Geht das weit? Tatsache, Roman, das breitet sich ultra schnell aus. Oder oh, ist. Mann. Oder ich weiß wirklich nicht, was dieses Rote darstellen soll. Okay, Flo, ich bin oben. Ich bist du endlich oben? Okay, ja, Mann, Oh, Mann. Guck mal, Kupfer. Das ist Erz. Das Erz. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Erz jetzt ist. Boss, nicht abbauen. Ich würde einfach sagen, wir warten, bis wir Diamant haben oder so. Nimm mal diese ganzen Glowstone-Pilze mit, die sind cool. Genau, dann können wir gleich die Glowstone. Wie weit geht dieses rote Teil noch hier rauf? Hier ist noch mehr Erz, aber das kann ich auch nicht abbauen. Hier ist ein Secret Room einfach so. Lol, voll lucky. Lol, eine Bombe. Ein Erz runter, was meinst du? Lol, nee. Skill Orb auf Dash. Skill Orb auf Dodge. Hast du Dodge nicht? Ich hab eins von fünf. Nimm du Dings. Dash. Dash, okay, ich nehm Dash. Soll ich das gleich erlernen? Einen Key, ja, mach Dash. Oh, blubber. Melonen, seht ihr, wir haben gewonnen. Empty Map. Yeah. Zack. Und ja, dieses rote Teil hier, ne? Das hört hier auf, oder? Hört es hier auf? Rote Teil. Ja, dieses rote, diese Infection-Zeugs da oder was es auch immer ist. Dieses von Joe. Das ist, glaube ich, genauso wie bei Terra Quest, oder? Das ist kann sein. So ausbreitet. Ich weiß nicht. Jetzt steht es gerade irgendwie still. Ja, das könnte vielleicht sein. Flo, wie kann ich denn nochmal meine Dodge auspacken? Mit P. Kannst du das alles angucken, was das macht. Skill Up auf Dodge, bin ich schon Level 2 von 5, das ist gut. Was macht Dodge? Dodge Chance 20% aktivieren. Links oder rechts klicken, um einen einkommenden Angriff zu dodgen. Must be locked on. Okay. Must tap left or right. Geht das? Schlag ich mal. Warte, ich möchte auch mal was ausprobieren. Ich renne jetzt auf dich zu. Und dann muss ich dich schlagen und gleichzeitig... Oh. Warte mal. War das? Nee. Lol, hast du es gerade gesehen? Was? Was hab ich gesehen? Warte mal. Ich kann dashen, glaube ich. Was ist dashen? Nee, kann ich nicht. Lol, ich hab den Kopf abgeschlagen. Aber ich kann irgendwie... Warte mal, bei mir in der Description steht... Ich würde lieber hier weggehen, Roman. Ja, das stimmt allerdings. Oh Mann. Sonst regt sich wieder ein gewisser jemand auf, dass wir es einen Abend lang betreten haben. Hat uns das eigentlich gemerkt? Nee, oder? Ich glaube nicht, der hat uns nicht gesehen, der ist einfach nur vorwärts gelaufen. Ich meine, wenn er uns gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver gewesen. Auf uns zugelaufen. Da hätte er seine Dings Telekinese ausgepackt, seinen Effekt und damit auf Tisch, Dash, Bosch. Bisch, der da gemacht, Alter. Ja, wir müssen aber echt wirklich, wie es aussieht, müssen wir tatsächlich sehr vorsichtig mit dem sein, weil ich hab gedacht, das ist eher so ein intelligenter Typ, der auch irgendwie nett ich dachte nur, das ist so ein Holzfäller, der in der Miete bezahlt, aber nein, das ist aber irgendeiner, der irgendwelche komischen, dämonischen Sachen vollwirkt. Ich weiß auch nicht, was der genau macht. Das ist unglaublich, wie man sich an Menschen einfach nur täuschen kann. Verstehst du, Flo? Dings, Flo, ich gehe mal übrigens ein bisschen Holz farmen. Okay. Damit ich vielleicht mein Haus nochmal aufbauen kann. Ach, okay, da bist du lang brauchen. So. Ja, da brauche ich tatsächlich noch ein bisschen, aber ich werde jetzt auch Ich werde mir das Ganze ein bisschen ansehen, was ich hier gedroppt bekommen habe. Erstmal ein Key. Der ist relativ cool, da können wir demnächst ein paar mehr Secret Rooms looten. Ein bisschen Brot habe ich hier noch gefarmt. Oh, Melonensamen müssen wir anpflanzen. Ja. Oh ja, Mann, Alter. Die Dominanz. Voll genial. Melonensamen. Wo hast du die jetzt gefunden? In der Secret Room gerade eben. Ah, sehr genial. Dann haben wir einen Melonen. Da kommen Kartoffeln. Weißt du, was braucht keiner den Wasserslot, kriegen die Melonen was? Wir können dann goldene Melonen machen, Alter. Stimmt! Und was macht man aus denen? Ich glaube, die braucht man locker zum Verzaubern. Für irgendeinen Trank brauchst du die. Echt? Ich hatte schon eine Sense, das habe ich mir eine zweite gemacht. Ich wette aber meinen linken Schuh, dass wir bei diesem Verzauberungstisch, wo wir immer da sind, ja, meinen linken Schuh, den Schuh, den du irgendwie hast. Melonen. Ja. dass wir da halt eben tatsächlich wirklich irgendwann mal so eine glitzernde Melone brauchen, hundertprozentig. Also bei diesem, du verstehst doch, was ich meine, dieses Zauberbuch. Achso, das, ja, könnte gut sein. Ich meine, wenn ich mir so einen saftigen Zauber mache. Ja, bestimmt, weil wenn die Zauber später schwerer werden. Mein jetziger Zauber ist halt ganz cool. Ich muss den mehr leveln, weil da kann man übel schnell level upen. Übrigens, nee, ich habe nicht so viel Zinn. Der Dread Fragment, was ist das? Ich kann mir Dread Clove machen. Und ein Dreadlands Necronomicon. Ja, was ist denn dieses Dread-Dings? Hast du das gedroppt bekommen? Das sind rote Fragmente.
Lol. Aus Dread Clove könnte ich mir, wie gesagt, die Altare machen und die Chagarot beschwören. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Hier gibt es doch Ingots vom Roten. Interessant. Oh, es gibt rote Tools. Die sind gar nicht mehr so schlecht. Kann ich mir die machen? Ne, da brauche ich einen Transmutator. Was ist ein Transmutator? Was ist ein Transmutator? Das ist so ein komisches Teil, das irgendwie so komisch blinkt und dann wird es Twinkers. Oh mein Gott, was ist das? Was ist a Dreaded Chunk of... Doch, das kann ich schmelzen. Dreaded Chunk of Abyssal Knight. Dings, Flo, weißt du, was mir letztens gesagt wurde? Lol, Roman, warte, Roman. Man kann sich da raus... aus diesen Abyssal Knight und diesen Korallium-Perlen, aus dem Erz, was sie im Ozean gefunden haben, kann man sich diese Brennstäbe machen, die Joe hatte. Die Brennstäbe, die so krass aussahen da? Das heißt ODB-Core, dieses komische Brennstabteil. Woher hat Joe das alles? Ich hab gedacht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum, weil Joe alles elektrisch geladen ist. Wahrscheinlich, weil seine Elektronegativität heute sehr hoch war. Das ist einfach nicht mal... Oder hast du auch gesehen, wie da diese zwei rote schwebende Portale neben ihm waren? Irgendwie, ja, ja, die roten Vater. Portale. Es war... Ich schmelze es jetzt. Das bitteschön. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der Typ vorhat. Weißt aber du, es ist echt krass, was man über ich Leute herausfindet. Roman, wir müssen fahren mal ein bisschen mehr heute. Wir müssen hier demnächst unsere Base ein bisschen aufrüsten. Habe ich Angst. Alter, ohne Spaß, wir müssen echt vor dem... Weil der hat's tatsächlich dann auf uns aufgesehen. Hast du das gesehen? Ja. Da gab's Leute, ja? Und da von den Puppen floss dann das Blut sozusagen in diese rein. Was, das ist... Glaubst du, der macht irgendwie Beschwörungsrituale oder sowas? Keine Ahnung, ich brauche jetzt ein Grab für Peter. Grab Peter? Ja, ich habe jetzt seinen Kopf gefunden und sein Blut habe ich auch noch irgendwo... Doch, ja, sein Blut habe ich auch. Oh mein Gott. Lol. Okay, dann bauen wir einen Graf für Peter. Ich baue einen Graf für Peter. Sag mal, Flo, du musst mal gucken, ob meine Schilder schon irgendwelche Tiere oder Menschen angelockt haben. Ich habe bis jetzt noch kein einziges gesehen, bis auf dieses Schild, das hier direkt vor unserer Haustür steht. Hier vor euch ist ein Tor, da müsst ihr Ja, Roman, das haben wir wieder perfekt gelöst, muss ich wirklich sagen. Das ist höchste Kunst, muss ich sagen. Wo begraben wir Dings, Peter? Nee, nicht beim Feld, dann wird die Ernte schlecht. Peter war keiner von uns, das bedeutet, er wird draußen begraben. Ja, er muss ich würde sagen, wir begraben ihn dort, wo wir seine Leiche gefunden haben. Ja, das oder stimmt, das klingt eigentlich ganz gut. Warte mal, ich bin sogar gerade neben diesem Ort, wo... Echt? Ja, da stehe ich gerade. Und ich habe ja dem sein Kreuz geklaut. Und das habe ich dann stimmt, an mein Haus... Stimmt, das Kreuz brauchen wir. Obwohl, ja, hatte der nicht schon weg. Mehr oder weniger ein Grab? Ja, der hatte ein Grab, aber wir haben seine Grabruhestörung irgendwie gestört. Achso, dein Grab irgendwo dann Thron. Kein Kreuz, kein Kreuz. Und du hast ihm seine Flosse geklaut. Kein Kreuz. Und danach sind wir kein Kreuz. Gegangen. Roman, du hast kein Kreuz. Ja, ich weiß, weißt du, wieso? Kannst du dich noch erinnern? Ich habe das Kreuz an mein Haus geklebt, da habe ich dich gefragt, geklebt. Wo ist... Ja, und dann habe ich gesagt, wo ist mein Kreuz? Gestört. Ja, und dann habe ich es kaputt gemacht. Egal, ich würde einfach mal sagen, ich begrabe den einfach irgendwo hier. Am Fluss, das ist gut. Da fließen seine Erinnerungen dann schön weg. Ah, ich habe ein Schild gefunden! Echt jetzt? Was da wohl draufsteht, Roman? Das musst du dir Doodle. Ganz in der Nähe. Ganz weit weg. Es gibt da noch ein Schild, was ich aufgestellt habe mit 200 Meter, mit 500 Meter, mit 750 Meter. Wir müssen Meter. Dann so ein großes Werbeschild. Es gibt noch ein Schild für die Squidoodles unter Wasser. Ja, gibt's auch. Habe ich für anderes gesagt. Wir müssen ein spezielles aufstellen, wo irgendwie steht, Sonderangebot, nur jetzt, kaufen Sie jetzt. Ja, genau, irgendwie sowas, damit wir die besser anlocken. Wobei nicht so. Wie baue ich das? Ich will hier Dirt haben und auf den Dirt soll aber kein Gras wachsen. Also, wie mache ich das jetzt? Ich mache hier, keine kaputten Grabsteine, wir nehmen schon echte Grabsteine. Dann machen wir den und den. Hier muss ich noch Stones holen und ein Schild. Wobei, ich muss hier unten, muss ich ja schließlich ihn vergraben, ne? Warte, ich hole mir ein bisschen mehr Stein. Und dann ist es hier Peters Grab. Übrigens, Leute, was ich auch noch sagen muss, was ganz, ganz wichtig ist, der Upload-Plan von Spellstorm hat sich geändert. Nämlich, ist es nicht so, dass jeden zweiten Tag eine Folge kommt? Ich kann es dir gleich sagen, Moment, ich schau kurz nach. Ja, mach das. So aus, dass jetzt nicht immer jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Denn ich habe sie aufgeschrieben. Also, ihr seht ja immer in der zweiten Zeile der Beschreibung, wann die nächste Folge kommt. Was wollte ich denn jetzt noch holen?
Ein Schild. Also es kommt jetzt Montag eine Folge. Genau. Also wir haben heute Freitag. Ich sage einfach mal, wie das jetzt ab nächste Woche ist. Also Montag kommt bei Roman. Dienstag kommt direkt wieder bei mir am nächsten Tag. Ja. Mittwoch kommt kein Spellstorm. Da kommen andere Videos wie Arrival, Modkiste oder Adventure Map oder so. Und Donnerstag geht es dann wieder direkt weiter bei Roman mit Spellstorm. Und Freitag habe ich dann die Folge. Und das ganze Wochenende ist dann kein Spellstorm, sondern nur andere Projekte, die vielleicht noch eingeführt werden. Genau, genau. Also, und noch Dings. Minecraft Arrival und Modkiste. Ne? Das gibt's natürlich. Genau. Ist der Upload. Also die Zeit unter der Woche wird umso schöner gestaltet. Also die Schulzeit wird schöner gestaltet mit Spellstorm. Und am Wochenende geht's richtig ab mit anderen Dingen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einfach Dirt zu und schreibe hier drin: Rest in Peace. Peter, verwandert er gelebt von von Fragezeichen bis wann ist Peter gestorben, weißt du das noch? Oder kannst du nachgucken? Nee. Ich weiß es nicht. Warte, Peter ist gestorben. Ich schau kurz nach, warte. Roman, jedenfalls, Leute, was auch noch ganz wichtig ist, meine Spellstorm-Folgen kommen immer um 12 Uhr und Romans kommen um 13 Uhr, weil bei Roman ist 13 Uhr die Standard-Upload-Zeit, bei mir 12 Uhr. Nur damit. Folge 10 ist er gestorben. Folge bei dir. 10. Ja, im Chat ist er gestorben und dann in Folge 11 bei mir haben wir ihn gefunden. Also das, was alles von ihm übrig war. Okay. Er war ein cooler Peter. Okay. So jung. Ich habe ihn jetzt hier einen Apfel hingeworfen und ja, das war's jetzt. Sag mal, Flo, wollen wir uns eigentlich nochmal ansehen, was da so bei Dings nochmal jetzt so abgeht? Bei was Ding? Meinst du? Bei Joe, Alter. Du willst da nochmal hin? Ja, vielleicht hat er irgendwas ins Tagebuch geschrieben oder irgendwas. Stimmt, das Tagebuch gibt's ja noch! Das gibt's noch, ja, Mann, Alter, deswegen. Hat er das nicht irgendwie bemerkt oder so? Weiß ich nicht, deswegen will ich das ja nachlesen. Erster! Oh lol, du bist schon vorgerannt. Ich komm hinter dir. Ich schau zu, dass der nicht kommt, okay? Und du liest vor. Okay. Sieht so aus, als ob er nicht daheim ist. Hoffentlich. Warte, ich halt ausschau. Alter, diese geile Schiebetür, ne? Ist er da? Ich weiß nicht. Ich schau nach der Tür und so. Ja, schau, aber hinten ist. Ich schau da einfach. Alter, hat der noch mehr Holz gefahren? Das ist unglaublich. Tagebuch. Okay. Und ich werde übrigens nicht in dem Haus drinnen das Tagebuch lesen. Weil das machst du, nämlich im Hund, dann verkackst du. Ich versteck mich hier hinter diesen Holzdingsen. Tagebuch. Was passiert, wenn er kommt, dann musst du es doch reinlegen. Ja, das checkt er nicht. Obwohl, doch, das mache ich nachher Ninja-like. Den ersten Tag hast du, glaube ich, schon gelesen. Doch, Lord, die sind 5 weitere Pages oder so. Tag 2764. Exzellentes Tagebuch. Vornehmer Adressat meiner labilen Gedankensphären und Wegbereiter futuristischer Gedankenzüge. Im Zuge der zurückliegenden Tage erfolgte eine substanzielle, ja geradezu fundamentale Intervention meiner Person. Na, Roman? Ja, genau, ich habe alles verstanden. Der keinesfalls asketisch agierende Aerosol schuldete mir qualitativ hochwertiges Holz. Ach stimmt, das ist das! Das stimmt, das hat er wahrscheinlich vorher eingetragen. Meine Lebensgrundlage. Da ich nicht harren wollte, bezichtige ich mich des Feuers. Eine exotherme Redox-Reaktion bedingt innerhalb kürzester Zeit einen inflationären Brand. Lol. Sämtliche Eigentümer des Herrn Aerosol wurden unmittelbar und unwiderruflich zerstört. Etwas derartiges gab es seit 1923 nicht mehr. Was da wohl passiert ist? Jedenfalls verbleibe ich der inständigen Hoffnung, dass uns sämtliche Reparationsteilungen rechtzeitig getätigt werden. Ciao. Alter, warte, gibt's noch mehr Sachen? Ja, es gibt noch mehr. Tag 2766, okay. Hochachtungsvolles, vor Exzellenz strahlendes Tagebuch. Du wegbereitender meiner universellen Präsenz. Schaust du eh? Was? Schau, dass der nicht kommt, Mann! Ja, heute trug sich eine wahrhaft repräsentative, ja geradezu konstitutive Revolution zu. Es haben wohl tollkühne Genossen einen unermesslich erhabenen Bunker betreten. Roman, der hat uns bemerkt! Okay, chill erleben. Hat er das vorhin geschrieben? Aber er hat nicht geschrieben, wer. Stimmt, vielleicht war es Peter 2.0. Vielleicht war es nur ein Schwein oder ein Schaf. Oder mystische, abstrakte und divergente Töne prägten die Räumlichkeit. Jedenfalls vermute ich den Aerosol mitsamt einer wie der Melone dahinter. Zeit für einen Besuch. Oh, nein! Roman, wir müssen nach Hause! Er macht einen Besuch? Ich weiß nicht, er hat gesagt, es wird Zeit für den Besuch. Hast du meine Schilder gesehen? Denn ich war hoch,
Ich hab, guck hier, komm mal her, hier, hier bin ich. Hier standest du, hier drin hast du gerade eben gelesen. Nach Hashtag Glück gesteckt. Bau das ab. Schnell, nimm von mir seine Tür mit und lauf! Okay, soll ich die Tür mitnehmen? Ich weiß nicht, dass ich nehm die Tür mit. Komm da. Ich hab Angst, ich glaub, der ist wieder in seinem Bunker. Ich hab sie erst im Bunker. Lauf. Flo, komm, abhauen, schnell! Obwohl, ich glaube, er hat uns nicht bemerkt, aber er denkt, dass wir es waren, ne? Er will ja, uns gut, mal. Okay, Roman. Wir müssen Unschuldsengel spielen, okay? Wenn er uns befragt. Wenn er uns fragt, was passiert ist, dann sagen wir einfach, wir waren. Wir waren im Sudetenland ein bisschen die Gegend beobachten. Ja, genau, das genau. Ich meine, wir können doch gar nicht da gewesen sein. Aber Joe war doch auch schon im Sudetenland und wenn er uns fragt, wie es dort war, was sollen wir dann sagen? Sudetisch, Ambient, okay. Irgendwas. Okay, Ambiente, Sudametrie. Irgendwas, das kriegen wir schon hin, okay? Ich hoffe, er ist noch nicht da. Das wäre ziemlich dumm. Ist er da? Ich weiß es nicht. Pass auf, jetzt steht er gleich wahrscheinlich dort drin. Ist er da? Ich sehe ihn nicht. Bei mir ist auch gerade nichts. Gleich schreibt er in den Chat. Hallo, meine Zeitgenossen oder so. Oh. Nee, er ist noch nicht da. Okay, er ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg, weil bei seinem Haus war er auch nicht. Oder war im Bunker, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, Leute, das war's für die heutige Folge. Gebt einen Daumen hoch für mehr Minecraft Spellstorm. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao, Leute. Hallo. Wieso sage ich Hallo?